So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge War Thunder. Ja, und heute habe ich mal wieder die Russin auf 5-3 ausgepackt. Haben wir auch lange nicht mehr, die Konstellation. Und ja, ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was heute so wird. Ich komme gerade aus der Stadt wieder und kann ja eine Geschichte erzählen. Ich sag vielleicht vorher, ich gucke nie den Wetterbericht. Der Wetterbericht, weiß ich nicht, interessiert mich irgendwie nie. Ich denke mir immer, ja, wenn ich rausgehe und merke, aha, ist kalt oder warm, dann weiß ich es auch. Muss ich nicht den Wetterbericht für gucken. Ja. Aber gestern, Wetter ganz normal, ne? Heute will ich so los, ziehe meine Jacke an, gehe so runter, guck aus der Haustür und denke so, boah, Sonne, schönes Wetter. Geh da raus. Und denke mir, what the fuck ist hier gerade passiert? Weil es sind irgendwie, ich glaube, 22 Grad und ich stehe da so in meiner Herbstjacke und denke mir so, du drehst wohl lieber nochmal um und ziehst da mal was anderes an. Ja, das war lustig. Weil das Wetter wirklich von gestern auf heute wie so ein Schalter, der umgelegt wurde. Also ganz kurios. Ja, war witzig. Ich dachte mir so, was ist hier gerade passiert? Alle in T-Shirt und so. Und ich denke mir so, okay. Das war gestern noch nicht so. Ja. Ich fand der Wettergott so lustig. Für den Fall, dass es einen gibt. Vielleicht ist das Wetter ja auch naturwissenschaftlich. Ach, Quatsch, hör auf. Hör mir auf. Naturwissenschaftlich. Nein. Ja. War auf jeden Fall interessant. Weiß nicht, wie warm es bei euch ist, aber ich habe dann erstmal Jacke und so wieder hochgebracht. Weil, war sehr warm. Also das kam wirklich sehr plötzlich. Naja. Auf jeden Fall, ich hätte gerne mein Gesicht gesehen, als ich da raus bin und plötzlich gemerkt habe, irgendwas stimmt hier nicht. Naja. Aber jetzt weiß ich ja, wie es draußen aussieht. Soll wieder kühler werden, also. War vielleicht nur so zwischendurch, oh Mensch, mal ein bisschen warm. Mann, Mann, Mann. Naja, gut. Wir fahren mal weiter. Ich kenne mich hier halt in dieser Stadt nicht aus, weil alles gleich aussieht. Ich komme hier nicht zurecht. Ich müsste irgendwann mal nach links, aber... Wo geht's hier nach links? Hier? Komm, wir fahren noch einen weiter. Ich habe halt null Ahnung, wo ich mich hier gerade befinde. Ah, eine Statue. Auch nett. Nett. So. Hier lang? Ja, wir fahren einfach mal hier lang und dann wird das so. Wir sind IS-1, da kann nichts passieren. So. Fahren wir einfach mal von hinten an die Leute ran. Sind die schon tot oder? Ach nee, guck mal, hier noch einer. Na, dann können wir uns gleich mal abholen. Brenne! Erstmal den. Und dann Rückwärtsgang. Warten, bis der Tiger den platt gemacht hat. Genau. Und jetzt können wir den Tiger platt machen. Genau so soll das funktionieren. Na, dafür braucht man Teammates, damit die sich hören. Nein, dafür brauchen wir natürlich Teammates nicht. Aber es ist trotzdem möglich. Ist halt immer noch ein Tiger, ne? Auch nicht vergessen. So, ich, ach genau. Ich hoffe, meine Nachbarn sind jetzt auch mit ihren Renovierungsarbeiten fertig. Die haben irgendwie 3 Millionen Wandschränke aufgehangen oder so. Bin ich heute Morgen aufgeweckt worden durch ein Schlagrohr direkt in der Wand neben meinem Kopf. Das war super. Eine Geräuschkulisse, herrlich, sage ich euch. Mit dem Schlagbohrer schön in die Wand. Und ich denke so, okay, alles klar. Läuft. Leute, der hat mich in der Fahrt platt geschossen. Alles klar, nee, alles gut. Easy going. What the fuck, ey.
Kann man mal machen, so als D3485. Immerhin habe ich ihn auch platt geschossen. Da ist einer Flugschnitzel auch nicht schlecht. Na, wir fahren Richtung B. Also irgendwie ist in diesem Haus ständig irgendwer am in die Wände bohren. Also, so gesehen müssten die Wände hier schon aussehen wie Schweizer Käse. Das ist wirklich enorm. Überall bohrt hier jemand. Ich habe keine Ahnung warum. Und wie gesagt, das ist dann nicht mal so, oh, machen wir ein Loch und oder zwei Löcher rein und dann ein paar Dübel und dann läuft das. Nein, ich glaube, es waren insgesamt 16. Wie gesagt, keine Ahnung, was sie da aufgehangen haben, aber es braucht auf jeden Fall sehr viel Schrauben. Verankerung in der Wand. So gesehen ungefähr 4 Wandschränke mit jeweils 4 Schrauben. So in etwa gestaltet sich das. Naja. Aber wir haben hier schon 2 Abschlüsse. Wir konzentrieren uns mal wieder auf das Spiel, ne? Oh ja, ja. Hochklassiges Gameplay. Ja. War ein Witz. Hätte mir sowieso keiner geglaubt. Scheiße. Ach Gott. Ja, die Frage ist, wer kann mich sehen? Die können mir, ja, ja. Waren halt 3 Stück und dann. Leider 2 davon haben mich nicht auf mich geachtet, einer schon und dann war's das. Ach shit. Shit. Doof. Achso, Bomben wieder in den Spawn, ja, aber sicher. Kennt man ja nicht anders. Die 2 anderen haben nämlich nicht auf mich geguckt. Scheiße. Naja, Gott. Passiert. Habe ich mich für den falschen entschieden. Hätte ich von Anfang an auf mir gezielt, hätte vielleicht funktioniert. Nein. Ach, komm schon. Nein. Oh, wäre der stehen geblieben, ne? Klar, das Ding ist halt auf die Entfernung ein bisschen ungenau. Sagen wir mal so, ein bisschen ungenau. Trifft's vielleicht ganz gut. Nein, der muss stehen bleiben. Ah, schade. Ich hab's mal versucht. Auf 800 Meter. mit einer Su-152 ist halt so eine Sache. Wir haben wieder nachgeladen. Wir sind gefährlich. Oh. Nichts, was da steht, kann uns widerstehen. Nichts, was da stand. Aber wir jubeln da einfach mal rein und klicken einfach und dann war's das. Würde ich jetzt mal so sagen. Das ist mal mein Plan für heute. Das war schon mal der Centurion. Wen? Gucken. Wir können. Wo ist der? Okay. Naja, mach mal Tiger. Überlebt er einfach. Hätte den Turm schießen sollen, aber. War. Ah, ist ja auch. Da war ich jetzt so ungeduldig hier. Ich dachte, der platzt auch, wenn wir einfach nur so. Einfach so pro forma reinschießen. Tut er leider nicht. Naja. Sehr schön. Der ist wohl auch tot. Läuft. Ich hoffe doch, er ist tot. Weil sonst bin ich gleich tot. Wenn der nicht tot ist. Auf jeden Fall, das Icon auf der Karte ist weg. Und die Iso ist gestorben. Also ein schwerer Panzer, das passt ungefähr. Bodenwelle, alles klar. Ja, ne? Also wir erobern jetzt erstmal einen Punkt, ne? Alles easy hier. Wie sieht's denn aus? Ja, 3 Abschüsse. Das kann man machen, sag mal. Okay. Der hat so eine komische Tiertatze. Interessant.
Also irgendwie sind hier sehr viele nicht connected. Hä? Nee. Der war aber da. Der ist gestorben. Das weiß ich noch. Flugschlüssel. An den Namen erinnere ich mich. Warum hat er jetzt nur 3 Punkte? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Wir machen uns mal Richtung B, würde ich sagen. Weil da ist gerade wieder keiner von uns. Ist eigentlich prädestiniert dafür, genau, dass da einer von denen hinfährt. Woher wusste ich das nur? Das ist einfach die jahrelange Spielerfahrung. Nein. Komm mit. Falsche Taste. Lol. Wie hat der Comet denn das hingekriegt? Kann man das mal hier mal verraten? Okay. Schade. Ich hätte doch stehen bleiben sollen. Ja, schade. Ach, ich hätte nicht gedacht, dass der tatsächlich weiterfährt. Ja. Geben wir mal einen Comet einen Kill, ist natürlich auch nicht schlecht. Naja, okay. Hier gehen wir zurück zur Garage. Und, yep. Ja, 3 Kills. Kann man so stehen lassen. Ich glaube, es war eine ganz nette Runde. Und, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, nächste Karte gefunden. Und, wir starten mit dem da. Und diese kleine Anzeige, die da, Loading, 0 von 0, die ist auch neu. Gab's vorher nicht. Gut, das ist jetzt wahrscheinlich völlig egal, aber es ist mir aufgefallen. So, auf geht's. Der Schiri sagt nach rechts, alles klar. Welche Karte ist das? Ich verwechsel die ja mal ganz gern. Tolltiger, super. Damit sich noch mehr Leute am Start rammen, packen wir da Nebel hin. Tolle Idee. Weil es besonders sinnvoll. Gerade am Start Nebel, weil gibt es ja Leute, die schießen problemlos durch 350 Häuser durch und töten einen. Ja, das kämpft ja. Deswegen unbedingt am Spawn Nebel. Naja. Ich bin ja kein Freund von Nebel. Ich sage mal, Nebel kann gut eingesetzt werden. So wie es gerade eben eingesetzt wurde, ist es nicht gut. Ein Veteranaufkleber. Heißt das irgendwas? Bestimmt eine Auszeichnung. Naja, ist geil. Für jahrelange Spielen aus dem Kram. Na, wollen wir mal. Ach ja. Ja, ich erinnere mich. Das ist die Map. Die Map, die heißt Nimm B oder stirb. Oh, du hast ein KV-85. Ich dachte, das ist ein T-34-85. Hoppala. Ja, ich wollte gerade sagen, warum können wir den nicht kaputt? Ich weiß warum. Oh nein, da sind wir die Leute, die da drüben campen wollen. Ich werde es bestimmt da durch, Kollege. Da. Das sehe ich doch. Blöder Penner. Blöder Penner. Kämpft auf der anderen Flussseite. Das kannst du mal schön knicken. Das kannst du mal schön knicken, Kollege. So nicht. So nicht. Ich bin erstaunt, dass wir die alle platt machen. hatte ich tatsächlich ehrlich gesagt nicht erwartet. Dass ich jetzt den Störtetüger pustet mich jetzt weg, aber. Dann können wir im Brennen schießen. Ja, können wir. Wenn wir das oft genug machen, ist er irgendwann tot. Und sein Getriebe ist kaputt. Ne? Ach, komm schon. Ne, der ist vorne raus? Nee. Ah, immer ein Abschluss. Den Gefallen tut er uns dann doch nicht. Ich will eigentlich wissen, was das für ein schwerer Panzer in meinem Rücken ist. Das gefällt mir nämlich ganz und gar nicht.
Den würde ich jetzt gern platt machen, wenn es geht. Hä, wo ist der denn? Der müsste direkt vor mir stehen. Ach, der ist da drin. Ah, da ist noch. Da ist ein KV2. Ich fahre da mal nicht links rum, sondern eher rechts rum. Weiß nicht, einfach. Ne? Sicherheitsgründen. Ja, willst du jetzt vorfahren oder willst du nicht? Musst du jetzt schon sagen. Okay. Ich wollte gerade sagen, das lassen wir mal, aber. Moment, der ist auch. Leute, da rumstehen, ey. Komm, IS-1, auf geht's. Aber wir haben B, ne? Das haben wir eigentlich schon gewonnen. Ja, komische russische Schriftzeichen und Discord-Link. Das sollte man draufklicken, bin ich mir sicher. Ja, da war. Ah, Flugzeugabschluss. Nein! Verdammt! Es ist übrigens ganz nett, wenn ihr Flugzeuge oder Jäger seht, mit dem Panzer einfach nur draufschießen. Sobald ihr einen Treffer habt, könnt ihr das Ding wieder sein lassen. Die meisten stürzen sich im Boden und wenn ihr das Ding nur einmal getroffen habt, kriegt ihr einen Abschluss für das Flugzeug. Ne, da kann man schön Punkte mitmachen. Aber der wurde leider von einem anderen Flugzeug vorher abgeschossen. Aber so kann man Punkte machen. Okay. Das war der KV-85. Ich würde sagen, wofür habe ich jetzt einen Abschluss gekriegt? So. Nummer 1, da steht aber noch einer. Wo steht der denn? Steht er immer noch? Boah. Wir fahren einfach mal hin und gucken nach. Was hält ihr denn davon, ne? So. Da ist ein F2. Der lebensmüde ist. Wie gesagt, ne? F2, der lebensmüde ist. Dieser komische schwere Panzer steht da immer noch. Ich weiß glaube ich noch gar nicht, was das ist. Gehen wir nachgucken. War ein KV-2. So viel können wir schon mal sagen. Achso. Vielleicht sollten wir den Punkt auch mal einnehmen. War jetzt nur so eine Überlegung. Ja, erstmal wieder aus dem Punkt rausfahren. Kein Ding. Easy going. Ja. Ich sehe nur oben das B da blinken und denke mir so, irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Muss das Ding noch einnehmen. So, jetzt können wir Richtung A. So, die Runde lief auch ganz nett. Das waren zwei sehr schöne Runden, die kann man gleich so hochladen. Mensch. Da habe ich ja heute einfach einfaches Spiel. Einfach gleich zwei Runden gefunden. Zwei Runden gut gespielt, sehr schön. Die können wir gleich nehmen. Normalerweise spiele ich irgendwie so 5 Runden und summe dann so die 2 schönsten aus. Wie gesagt, schön heißen nicht mehr besten Runden, aber ihr wisst glaube ich, was ich meine. Eben Runden, wo viel passiert ist. Sind meistens halt auch Runden mit viel Kills, aber kann teilweise auch einfach nur so spannend sein. Wie gesagt, die Runden waren ja jetzt nicht so killreich, ja, 3 Kills. Hm? Aber ich fand sie trotzdem eigentlich ganz schön anzusehen. Ich finde so vom Spielen ist immer irgendwas passiert. Naja, ihr könnt natürlich auch mit einem Daumen nach oben zeigen, wie ihr die Folge fandet, ne? Kann man ja gleich mal einstreuen. So, ganz schamlose Eigenwerbung. Naja, Eigenwerbung ist nicht, aber. Like a Heische, sag mal, ist da noch irgendwas? Ist hier noch irgendwas an Panzern? Ich glaube nicht. Das war das Weitere, was ich gesehen habe. Oh, so. Schade. Oh Gott, auf den Spawn werde ich jetzt nicht mehr fahren. Das lassen wir mal, aber. Wir können auf die andere Flussseite fahren und hoffen, dass da noch irgendwas rumfährt. Komm, hau rein.
Nee, den Spawn lassen wir uns mal schön in Ruhe. Das ist nicht unser Bier. Den GG easy, alles klar. Ah, wird immer überheblich. Ja, so easy war es jetzt auch wieder nicht. Das ist halt, wie gesagt, der Karte, wer B hat, hat gewonnen, ne? Aber ich glaube, auf der Seite ist auch nichts mehr. Naja, Gott. Haben wir so gewonnen. Die Sounds halt von den Flugzeugen. Die hören sich mittlerweile richtig geil an. Boah, drei Gebiete erobert, drei zerstörten Bodensiege, drei Abschlusshilfen. Ja, war eine Dreierrunde, würde ich sagen. Ich habe drei Gebiete erobert, auch nicht schlecht. War halt dreimal B. Ja. Ja, lief ganz gut, würde ich sagen. Ja, hilfsbereit. Immerhin, das haben wir noch abgeräumt. Achso, Kampfaufträge kann man jetzt auch einsehen. Aha, Belohnung abholen. Ich habe mit den Belohnungen eigentlich noch nie was gemacht, aber egal. Oh, wow. Waren aber ganz schön viele Clans unterwegs. Der und der. Der hat keinen zweiten dabei, ne? Nee. Aber hier die ganzen Clan-Tags, meine Fasse. Ja, aber... Pff. Ob die jetzt zusammenspielen oder nicht, ist kein Problem. Ich mach das. So. Ja, sehr schön. Fallenschwer ist das nächste. Okay. Ja, aber ich würde sagen, das waren zwei sehr schöne Runden. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ich würde sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.